Gut, dann haben wir jetzt Zürich gegen Salzburg zum Abschluss. Gib mir eine Serviette. Eigentlich eine komische Währung. Antepay ist eigentlich Antipay. Kommt immer darauf an, wie die Schweizer das sagen. Enterbay. Wer hat sie erfunden? Wie viele Tore hat eigentlich Dabur geschossen? Hat er schon geschossen? Waren 1:1. Eins jetzt. Warte mal, 1:1 ist ausgegangen. Ich muss mal schauen, wer es geschossen hat. Also. Nein, Mount hat es geschossen. Ah. Danke. Da tue ich mir bei einem Spieler schwerer, denn da denke ich mir jetzt, der wird ewig da spielen bei Salzburg, bis er in Pension geht. Junuzovic. Da denke ich mir, euer Lieblingsspieler kann ich nicht aussortieren. Mein jetzt ist eh noch stark, aber. Nur ein Long dann, aber vielleicht eine Legende dann. Stimmt. Oh. Boah. Das kam schnell und das ist die Führung. Gusens oder Gossens oder Doch, Gossens. Gossens, ja. Was der Treffer für ihn in der CL. Ja, jetzt ist Platz für ihn. Alter. Passt, Alter. Oh. Co-Produktion. Was heißt man, will hier gleich zeigen, wie sie es haben wollen, das Spiel hier? Weiß ich aber, am nächsten Treffer brauchen die Schweizer schon drei. Du hast Captain Vaz jetzt. Ja, ich weiß, aber da spielt ja nochmal bei Valencia. Das ist zum Beispiel eine der Leistungsträger, die fehlen. Das war jetzt zu schnell. Der dockt man immer mehr auf der Seite, oder? Oh. Brecher zum Lebensretter gerade geworden. Ja, jetzt haben wir einen Stürmer, der letztes Mal noch ZOM war. Jetzt ist ein Stürmer. Nein! Man liest das echt ein Stürmer jetzt? Ja. Na gut, so was sehen kann, dann kannst du dich halt leicht einen Sturm setzen und dann den nächsten Laufer. Und
ja auch irgendeinen europäischen Innenverteidiger jetzt Stürmmesser, den er in China spielt, weil er dort einfach so viele Tore schießt. Ja. Oder wer ist das bitte? Ich weiß nicht. Der hat vorgespielt in der italienischen Liga. Hat er nach China gewechselt? Hat er ein Jahr Innenverteidiger gespielt? Hat er 5 Tore oder so geschossen? Ich sage, er würde gerne mal im Sturm spielen. Und hat gleich in seinem ersten Spiel Hattrick geschossen. Und seit dem Spiel der Sturm. Tja, geil. Ja, die Schweizer, da war nicht viel zu melden. Eine kleine Chance, nicht einmal. Hatten sie. Figo vergesse ich auch immer abzugraden, Alter. Nein. Oh, jetzt habe ich nicht gesehen, dass der Ball da war. Oh. Oh, schön. Oh, yeah. Da war er noch dran. Das ist ein Goalie, Alter. Aber der Dauerdruck, der gefällt mir nicht. Ja, Schweizer jetzt wieder ein bisschen vor der Halbzeit noch. Ja, spannend. Ja, Salzburg, gute erste Halbzeit. Bisschen aufgewacht zum Schluss. Dann sind die Schweizer. Ja, Lieblingsspieler hin und her. Aber so fängt es an. Jetzt ist er Stammspieler, dann geht er mal in zur Halbzeit. Ja gut, Long wechsle ich auch manchmal aus. Da muss man halt sagen, wenn er wieder einen schlechten Tag hat. Ja, warum soll ich ihn nicht spielen lassen? Wäre ein schöner Einstand gewesen. Den habe ich jetzt schon drinnen gesehen. Das musste ich jetzt machen. Der Haken musste es noch sein. Ja, ein Tor reicht Salzburg wahrscheinlich fürs fixe Weiterkommen und ein Tor für Zürich wird die Verlängerung hervorrufen. Das ist Fußball bei uns hier.
Oh. Aber jetzt. Ich kann das nicht ohne Ball abbekommen. Was ist das für eine Szene? Beim Jubel voll über deinen Spieler geflogen. Ja, aber jetzt, verdient die Führung. Jetzt hat er's. Das heißt, jetzt brauchen sie 3 Tore. Ist ja nicht unmöglich. Habe ich befürchtet. Schade. Mount. Ja, Goli hat jetzt sehr viel. Alter. So war das nicht gemeint. Nein. Danke. Das ist der Pole Sobiech? Weiß ich nicht. Ich würde ihn nicht kennen. Natürlich Ehrentreffer, zumindest. Zwei Tore sind aber nicht unmöglich. Das nicht, aber man wird trotzdem schwer. Zu 10 und 17 Minuten gebraucht fürs Erste. Es spricht halt jetzt nicht dafür, dass man da jetzt zwei Tore noch schießt. Außer Salzburg patzt noch. Also wenn es sich vermeiden lässt, haben sie es nicht vor. Oh! Ja, Mount gefällt mir hier bei den Salzburger. Bringt frische Impulse rein immer wieder, wenn Junuzovic auslässt. Alter, das gibt's nicht.
Oh. Nein! Boah! Ich hab den jetzt gelegt eigentlich. Glaube ich. Nein, der ist drüber geflogen, war gut. Okay. So hat es so ausgestellt, als hätte ich ihn mit dem Spieler gelegt, weißt Aber das bringt alles Zeit. Na gut, das ist eh schon durch. Wie gesagt, ich hatte nicht die Angst nach so einem Spiel, dass sie das noch drin waren. Jo, Salzburg ist durch. Gratulation an Salzburg. Schönes Spiel. Sorry, Michi, ich war jetzt. War jetzt ganz gefesselt an den Match. Warum nicht der Bur? Weil ich mal in anderen Start spielen lassen wollte. Mal ausprobieren. Sorry, ich wollte dich nicht ignorieren. So, das war's aber für heute. Na gut, liebe Leute. Wie gesagt, ich wollte dich nicht ignorieren. Ja. Weil ich Wilson mal spielen lassen wollte. Entschuldigung. Okay, ich lasse dich mal beenden. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Ihr könnt noch zum Bloodwall rübergehen, wenn ihr noch irgendwas hören wollt. Ich bin raus. Ciao. Ich haut bin rein. Einmal raus. Sorry. No problem. Ja, Rest der Welt ist gleich Monza als Erster. Ah, okay. Aber kein Border-Tennis, oder? Nein. Ja. Da spielen sonst keine namenhaften. Gütkeier spielt da. Maric. Maric? Kroatien Maric. Ja, wie gesagt, ich wollte mal was anderes ausprobieren. Der Bursch spielt eigentlich eh immer meistens. Und ich finde auch, dass er im letzten Turnier nicht so Akzente gebracht hat. Darum wollte ich mal einen Talisker ausprobieren, den Haberer da. Okay. 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 Was denn? Weil ich da schon wieder so eine individuelle drinnen habe, Aufstellung. Ja, stimmt eh, wäre schon. Na gut, ich werde jetzt aber auch den Stream beenden. Hat mich gefreut fürs Zuschauen, Michi, danke dir. Und auch danke für die anderen Zuschauer. Macht's das gut. Bis dann. Ciao und Baba.